was wir hier in leider recht mäßiger Qualität sehen, die obere Hälfte des Bildes, ist ein ungefähr ein Jahr altes Titelbild der Zeitschrift Sezession. Das ist eine Theoriezeitschrift aus dem neurechten Bereich. Rechts davon einige Angaben aus dem Inhaltsverzeichnis. Ich lese das einfach mal vor, weil die Bildqualität hier doch sehr schlecht ist. Also Thema des Heftes ist 1914. Unter anderem enthalten ist ein Autorenporträt über Christopher Clark, das natürlich die Clark-Debatte, diese angebliche Neudeutung des Ersten Weltkriegs, der Kriegsgründe und so weiter zum Thema hat. Ein Beitrag von Stefan Scheil, ein relativ einschlägiger revisionistischer Historiker, der in diesen Kreisen, über die ich hier immer wieder auch sprechen werde, auch ein bisschen die Rolle des Haushistorikers hat, über die Globalisierung des Krieges. Erik Lehnert, der zur Führung des Instituts für Staatspolitik gehört, über das ich auch gleich noch etwas sagen werde, hat einen Beitrag geschrieben über die Ideen von 1914. Also alleine an dieser Themenauswahl der Sezession, wie gesagt, das Heft ist jetzt circa ein Jahr alt, ist zu sehen, dass man sich eben auch auf Seiten der äußersten Rechten und vor allem im intellektuellen Teil dieses politischen Segmentes intensiv natürlich mit dem Jahr 1914 befasst hat, wenn auch eher affirmativ als kritisch. Das ist nicht verwunderlich. Die Sezession gehört, ist gewissermaßen die Hauszeitschrift des Instituts für Staatspolitik, in einer oder der Schulungsstätte jener äußersten Rechten, die sich heute als eine Nachfolgerin der sogenannten konservativen Revolution versteht. Und für die, ich sage mal, für die Älteren hier im Raum, das Institut für Staatspolitik hat ein bisschen die Rolle übernommen, dass bis in die 80er Jahre hinein das ja eher hier in der Region angesiedelte Studienzentrum Weikersheim, das damals noch aus CDU-Kreisen kam, jetzt gerade ein Wiederbelebungsprozess erfährt übrigens unter Harald Solbert, der auch mit diesem Milieu durchaus verbandelt ist. Das Institut für Staatspolitik ist ein privater, sehr, sehr kleiner Verein eigentlich, die regelmäßig Schulungen machen und sich vor allem über die Website der Sezession äußern und eben dieses regelmäßig erscheinende Heft, das eigentlich eher ein kleines Büchlein ist. Der Ursprung eben dieses Institut für Staatspolitik und der Zeitschrift liegt im Dunstkreis der Wochenzeitung Junge Freiheit, vor vielen, vielen Jahren, vor über einem Vierteljahrhundert, übrigens auch in Baden-Württemberg gegründet, mittlerweile in Berlin längst ansässig mit steigenden Auflagen. Fairerweise muss man allerdings sagen, dass sich die Sezession abgespalten hat inzwischen von der Jungen Freiheit. Es gab also im Laufe des letzten Jahres kam es da zu einem ideologischen Bruch, dessen Ausmaße in meinen Augen noch nicht ganz klar sind, all dieweil sich die Junge Freiheit sehr stark auf den Kurs der AfD bewegt hat. Man könnte sie eigentlich als die inoffizielle Parteizeitung der AfD beschreiben mittlerweile und die Sezession weiter in einem eher antiparlamentarischen, zumindest sehr stark gegen die Parteien gerichteten Diskurs verharrt. Die Grenzen sind aber nicht starr. Es gibt da durchaus immer noch Brücken. Ja, seit dem Jahr 2000 wurde eben in diesem, ich nenne es gerne ein Milieu, in diesem Milieu versucht, mit dem Institut und mit dieser Zeitschrift Sezession die Traditionspflege und Theoriebildung der konservativen Revolution fortzuführen. Natürlich nicht nur der konservativen Revolution, man versucht durchaus auch eine eigene Theorie und Tradition zu schöpfen. Und es geht natürlich nicht nur um dieses Phänomen, dass man in Deutschland unter diesem Paradoxon konservative Revolution fast. Genauso wichtig sind klassisch italienische faschistische Bezüge, was kein Wunder ist, weil die konservative Revolution im Prinzip historisch der deutsche Ausdruck der Strömung war, die sich europaweit als Faschismus eigentlich etabliert hat in der direkten Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Vielleicht noch als ein Stichwort auch gleich in die Gegenwart. Das sind eigentlich relativ abgeschlossene Kreise gewesen, muss ich heute sagen. Noch vor wenigen Monaten hätte ich nur gesagt, es sind recht abgeschlossene Kreise.
die sich in einem bestimmten rechtsintellektuellen Segment eben eingerichtet haben. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, dass Götz Kubitschek, der Gründer und Chef dieses Hauses, jetzt in Leipzig im Rahmen dieser Legida-Demonstration auf der Bühne war. Also man wittert gerade massiv Morgenluft. Und das ist deswegen auch kein Wunder, weil dieser Flügel der deutschen Rechten auch der Flügel ist, der massiv versucht hat, die Strömung der sogenannten Identitären aus Frankreich zu importieren, gleichzeitig Anleihen beispielsweise in Italien bei der Casa Pound, einem neofaschistischen, kann ich das Neo weglassen, ein faschistisches Kulturzentrum in Rom zu tätigen. Also man hat immer wieder versucht, aktionistische Impulse zu setzen, innerhalb der deutschen Rechten, und hat jetzt durchaus im Rahmen dieser Legida-Welle durchaus Erfolge zu verzeichnen. Das ist sozusagen jetzt der aktuellste Stand, den man vor einem halben Jahr noch nicht absehen konnte. Ich war selber noch doch recht stark davon überzeugt, dass der Sprung zu einer größeren Basis eigentlich nicht wirklich gelingen wird. Aber man lernt eben nie aus. Ja, das entsprechende Schlagwort in diesen Kreisen heißt, das ist jetzt ein kleiner Widerspruch zu diesem Leipziger Sprung, heißt eigentlich Metapolitik. Man suchte dort die ganzen letzten Jahre gar nicht unbedingt die Politik selber, sondern es ging stets um den Bereich des Vorpolitischen. Man hat sich da unten an dem italienischen Marxisten Gramsci und seiner Theorie der kulturellen Hegemonie orientiert. Es geht natürlich darum, dass eine apologetische Haltung, wenn wir auf das Thema 1914, das ja heute Abend auch leitmotivisch hier sein wird, kann man sagen, dass eine apologetische Haltung gegenüber der Geschichte und der Politik des Deutschen Reiches in diesen Kreisen gewissermaßen die Geschäftsgrundlage ist. Also da muss man nicht groß drum herum reden. So, das sehen wir auch an der unteren Hälfte des Bildes, immer noch sehr schlecht. Die Bilder werden dann gleich größer. Ich werde das gleich vorlesen und erklären. Das ist eine Einladung des Instituts zu einem Berliner Kolleg zur Revision der Weltkriegsgeschichtsschreibung, das vor einem Jahr in Berlin im Wilmersdorfer Logenhaus stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgen. Ich habe da eine regelmäßige Kolumne in der Jungle World beispielsweise über die Umtriebe in diesem Milieu. Da habe ich das immer wieder mal thematisiert. Es gibt seit einiger Zeit eine Messe rechtsintellektueller Verlage und Organisationen, die auch sehr eng mit den Burschenschaften beispielsweise rechten Verbindungen verbandelt sind. Der Zwischentag, der auch in Berlin anfangs stattfand, jetzt dann durch die Republik wandern wird. Das ist so dieses Milieu, das eben starke Verbindungen ins Burschenschaftliche auch aufweist und so weiter. Und mit solchen Leuten und für solche Leute macht man eben dort Schulungen, Akademien, Theoriearbeit durchaus. Dass man sich gerade in diesen Kreisen theoretisch beziehe. Ich lese das nochmal vor, übrigens, diese Einladung hatte ich ja versprochen. Also das ist schlicht und ergreifend ein Neujahrsgruß des Instituts für Staatspolitik und eben eine Einladung mit Aufforderung, sich zu diesem Berliner Kolleg anzumelden. Und der Text, den lese ich vor, das ist nämlich aus der Ansprache Kaiser Wilhelms II., der Kriegsansprache vom 31. Juli 1914. Ich zitiere: Wir sind im tiefsten Frieden in des Wortes wahrster Bedeutung überfallen worden, der uns rings umgibt, durch den Neid unserer Feinde, der uns rings umgibt. 25 Jahre lang habe ich den Frieden geschirmt und gewahrt, nun drückt man mir das Schwert in die Hand. Das ist also die klassische deutsche Kriegsrechtfertigung gewesen, die man natürlich durchgehalten hat bis zum Schluss. Deutschland ist eingekreist durch seine Feinde in dieser defensiven Position, angegriffen von mehreren Seiten, eben gezwungen, diesen großen Schlag zu führen. Und wie wir also an der Übernahme dieses Textes auch sehen können, identifiziert man sich dort durchaus bis heute mit dieser, ich würde mal sagen, historisch-wissenschaftlichen, nicht ganz durchzuhaltenden Ansicht. Ja, dass man sich eben in diesen Kreisen der theoretisch interessierten Ultrarechten besonders mit dem Ersten Weltkrieg befasst, hängt natürlich auch mit dem Entstehen dieser Strömung zusammen, der man sich eben selber weltanschaulich und historisch zurechnet. Diese
konservative Revolution. Es gibt auch andere Begriffe. Neuer Nationalismus wäre beispielsweise ein Begriff. Und ihre unterschiedlichen nationalrevolutionären Ableger. Das Lager ist keineswegs homogen gewesen. Es war durchaus auch fragmentiert. Das war eben ein Zerfallsprodukt des alten Konservatismus und des alldeutschen völkischen Nationalismus der spätwilhelminischen Epoche. Und ein Zitat soll diese Genese veranschaulichen. Es ist einer jetzt ungefähr auch ein Jahr alten Ausgabe der österreichischen Zeitschrift Zur Zeit entnommen, die so angesiedelt ist im Dunstkreis der FPÖ und auch herausgegeben wird und der auch sehr viel drin schreibt von dem langjährigen FPÖ-Parlamentarier, Europaparlamentarier Andreas Mölzer, der auch einer der führenden strategischen Köpfe sozusagen des deutschen nationalen Flügels der FPÖ ist. Und er hat in einem Beitrag, ist eben auch ein Heft mit Schwerpunkt Erster Weltkrieg. Das ist jetzt kein Wunder, wir erinnern uns alle großen Verlage, alle Zeitschriften, auch Zeitgeschichte, Spiegelgeschichte und so weiter, alle haben natürlich ihre Ersten Weltkriegsthemenhefte gemacht. Warum sollen die Rechten das nicht auch machen? Ist völlig klar, vor einem Jahr, 2014 beginnt. Aber man hat da natürlich eine inhaltlich ganz andere Gewichtung. Und für diese Gewichtung lese ich mal ein Zitat aus dieser Ausgabe hier vor, wie man eben den Krieg und vor allem die Kriegsniederlage in diesen Kreisen interpretiert. Schon direkt nach dem Krieg entwickelte sich eine rege Diskussion über die Gründe der Niederlage und wie nun mit den politischen Realitäten umzugehen sei. Schnell wurden dabei, vor allem von den Vertretern der jungen Frontgeneration, die immer mangelhafter werdende Versorgungslage, als vielmehr das Fehlen wirklicher innerer Werte als Grund dafür genannt, dass die reiche Mitteleuropas, allen voran das Deutsche Kaiserreich, wirtschaftlich und technisch stark, aber sich trotz allen Einsatzes als Koloss auf tönernen Füßen entpuppten und sang- und klanglos untergingen. Dabei waren die Jahre nach dem Krieg gerade geistig auf dem Gebiet der jungen Rechten äußerst befruchtend. Gerade diese Vertreter und Vordenker der konservativen Revolution und die Nationalrevolutionäre wären nach einem Sieg des wilhelminischen Deutschland kaum denkbar. Zitat Ende. Das ist durchaus eine historisch richtige Einschätzung, der zweite Teil, dass die Kriegsniederlage des Deutschen Reiches die Grundlage für eine Radikalisierung der klassischen deutschen Rechten war. Eben auch für eine Modernisierung, die ich gleich ausführen werde. Den ersten Teil kann man getrost vergessen. Das Deutsche Reich hat den Krieg nicht verloren aufgrund mangelnder innerer Werte und Ideen, sondern die Gründe sind nun mal bekannt, dass man materiell durchaus überlastet war. Aber wie wir sehen, wir befinden uns also mit unserem Thema des heutigen Abends mitten in einem Diskurs eines Milieus, das eben für sich nicht nur die Ideen, das Erbe der Ideen von 1914 beansprucht, sondern politisch und auch durchaus territorial, muss man sagen, eine Wiedergeburt dieser deutschen Reichstradition bis heute anstrebt. Und es wurde ja gesagt, diese merkwürdigen Friedensdemonstrationen beispielsweise, das Fehlen der inneren Werte der westlichen Moderne, der amerikanisierten Moderne, wie das jetzt ja heißt, diese merkwürdige Liberalismuskritik von rechts. Das sind ja Themen, die jetzt eigentlich in den letzten Jahren und gerade in den letzten Monaten wieder ganz stark geworden sind. Und es ist in meinen Augen überhaupt kein Zufall, dass diese merkwürdigen Montagsmahnwachen beispielsweise sehr viele Theoreme aus diesem Bereich eben wieder aufgegriffen haben. Das ist gewissermaßen eine merkwürdige Form eines, sagen wir mal, Antidekadenzdiskurses, eines reaktionären Antidekadenzdiskurses wieder gibt, der in einigen Bereichen tatsächlich auch merkwürdige Linke und merkwürdige Rechte miteinander verbindet. Das findet sich dann eben auch wieder in einer relativen Massenbewegung wie dieser Pegida, wo auch entsprechende Parolen jetzt wieder zu hören sind. Also das Erbe der konservativen Revolution ist auf der einen Seite in diesen kleinen Kreisen, die das seit Jahrzehnten machen, das sind auch europäische Kreise, die stark auch von Frankreich und Italien beeinflusst sind, in diesen rechten Zeitschriften zu sehen und ihren Strukturen, aber es franzt eben doch im Moment innerhalb der Krise des Liberalismus, würde ich sagen, schon auch aus und
ja, infiltriert eben auch andere Bereiche. Deswegen halte ich es für sehr, sehr notwendig, immer wieder auch die Strukturen dieses Denkens und auch die historischen Traditionen dieser sogenannten konservativen Revolution offenzulegen. Es gibt, um das gleich anzumerken, noch eine ganz andere Bewegung weltweit im Moment, die auch eine konservative Revolution darstellt, die sich aber weniger, teilweise machen sie es sogar, die sich aber weniger auf diese europäische oder spezifisch deutsche Tradition beruft, sondern die schlicht und ergreifend eigene Traditionen hat, das ist natürlich der Islamismus. Also der politische Islam ist ebenfalls eine aggressive, konservative Revolution, für die in meinen Augen für Linke und Liberale ist da überhaupt nichts zu holen. Also da kann es überhaupt keine Brücken geben, das muss auch verstanden werden. Das wird heute Abend jetzt weniger Thema sein, aber ich hoffe, dass es gesehen wird in den Dingen, die ich referiere, dass es da, wenn auch keine historischen, aber doch strukturelle Ähnlichkeiten in den Argumentationen gibt. Also ich begreife den politischen Islam eben auch als eine spezifische Form einer konservativ-revolutionären Bewegung, aber das nur als Fußnote. Ja, aus diesem Grund möchte ich Sie heute ein wenig in das Denken und Schaffen eines der Ahnen, manche sagen sogar des Ahnen, dieser Strömung einführen, dessen Schriften sich bis heute in diesen konservativ-revolutionären Neurechten, wie auch immer man es nennen möchte, Kreisen, großer Beliebtheit erfreuen, übrigens nicht nur in Deutschland. Er wird also von der Nouvelle Droite in Frankreich, der neuen Rechten, seit vielen Jahren, Jahrzehnten dort geschätzt. Seine Texte wurden übersetzt von Alain de Benoist beispielsweise, einem der zentralen Denker dieser Strömung. Die Rede ist von Arthur Möller-Vandenbroucke, Lebensdaten 1876 geboren, 1925 durch Selbstmord aus dem Leben geschieden, Arthur Möller-Vandenbroucke. Ich hatte jetzt leider kein anderes Bild als das Titelbild meiner eigenen Arbeit darüber. War autodidaktischer Kulturphilosoph vor dem Ersten Weltkrieg, während des Ersten Weltkriegs Mitarbeiter der amtlichen Kriegspropagandastelle und dann nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Kriegsniederlage, intellektuelles Zentrum und auch organisatorisches Herz des jungkonservativen Juni-Clubs in Berlin, der eine Schaltstelle rechtsintellektueller Aktionen und Theoriebildungen war und sogar eine eigene Schulungsstätte, das politische Kolleg, angegliedert hatte. Und wenn wir die Strukturen dieser neurechten, konservativ-revolutionären Strömungen um 1919, 1920 mit den heutigen neuen Rechten vergleichen, dann sehen wir relativ deutlich, dass es eine Kopie ist, mit der wir es heute zu tun haben. Ja, Möller-Vandenbroucke war der Schöpfer der Theorie vom Recht der jungen Völker. Und vor allem ging er in die Geschichte ein, weil er einen Begriff nicht erfunden, aber politisiert hat, nämlich den Begriff des Dritten Reichs als eine staatliche Realutopie für Deutschland, der ja dann den weiteren bekannten Weg ging. Möller-Vandenbroucke modernisierte den traditionellen deutschen Konservatismus, der ein dynastischer, ein Adelskonservatismus im 19. Jahrhundert war. Und er modernisierte ihn eben zu einem aggressiven, zu einem revolutionären Konservatismus hin, der eben aus einer defensiven Position dann in die Bewegung des Angriffs nach der Kriegsniederlage übergehen konnte. Die Transformation Möller-Vandenbroucks, also diese Transformation des Konservatismus, die er vorgeworfen hat, stellte wichtige Weichen zur zunehmenden völkisch-nationalen Radikalisierung der deutschen Rechten dann in Richtung des nach Möllers Tod erfolgreichen Nationalsozialismus. Sein Name hat ideengeschichtlich ein ähnliches Gewicht, wenn nicht gar mehr, wie der Name Karl Schmitz beispielsweise, Oswald Spenglers, Ernst Jünger, Edgar Julius Jung und andere Akteure der Zeit, die übrigens heute bekannter sind. Also ich würde mal vermuten, dass mehr Leute hier den Namen Oswald Spengler oder Ernst Jünger schon gehört haben als Möller-Vandenbroucke. Aber Möller-Vandenbroucke war im Prinzip der Stichwortgeber. Er war auch der Älteste aus diesem. Ja, wobei, bei Spengler bin ich mir gerade nicht sicher. Die beiden waren sich aber nicht sonderlich grün. Spengler saß in München, Möller-Vandenbroucke in Berlin. Ja, wie gesagt, also seine Thesen, seine Texte formulierten Begriffe, Theoreme, die sich heute gerade wieder, wenn wir eben an die angesprochene Russlandorientierung
die Versuche, vom Westen sich abzukoppeln, auch kulturell sich abzukoppeln, denken. Also diese Begriffe, diese Theoreme erfreuen sich heute wieder einer sehr starken Beliebtheit. Dieser ganze merkwürdige Komplex von Antimarxismus, Antiliberalismus und antiwestlichem Denken. Und da gibt es eben bestimmte Traditionen, von denen ich übrigens glaube, dass sie vielen Leuten, die das vor sich hin beten, gar nicht bewusst sind. Aber es ist ein Grund mehr, darüber aufzuklären. Ich kann heute Abend natürlich aus Zeitgründen alleine nur einen sehr kleinen Ausschnitt des Denkens Möller van den Broeks präsentieren. Und da wird es vor allem um eben, wie angekündigt, seine Adaption der sogenannten Ideen von 1914 gehen. Beginnen möchte ich mit einem kleinen kulturhistorischen Rahmen, dem er eine tragfähige Einordnung Möller van den Broeks ermöglicht, um ihn sozusagen global geistesgeschichtlich, kulturgeschichtlich einzuordnen, was das eigentlich für ein Phänomen ist, dieser Autor und seine Denkschule. Dazu rufe ich die dreistufige Gliederung der Moderne des Kulturhistorikers Heinz-Dietrich Kitzsteiner in Erinnerung, die ich auch jetzt erklären werde. Die erste Stufe ist bei Kitzsteiners Modernitätsmodell die Stabilisierungsmoderne, die im Prinzip vom 30-jährigen Krieg bis um 1715 reicht, in der sozusagen auch die Grundlagen für das modern staatlich verfasste Europa überhaupt erst geschaffen werden, also die Gesellschaften sich stabilisieren. Daraus resultiert dann eine evolutive Moderne seit dem Ende des 18. Jahrhunderts und dann schließlich in diese evolutive Moderne immer wieder hereinragende heroische Moderne mit einem sehr spezifischen Krisenverständnis, auf das ich jetzt weiter eingehen werde. Und eben dieser heroischen Moderne möchte ich Möller van den Broek als einen sehr prototypischen Vertreter zuordnen. Wir sehen also, oder wie wir sehen werden, korrespondiert auch die gesamte Idee von 1914 mit dieser heroischen Moderne, weil sie eine zeittypisch heroische Idee ist. Also zentral für meine Arbeit ist die These einer Moderne, die sich jenseits einer liberal-fortschrittlichen Demokratisierungsbewegung entwickeln kann. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist auch immer wieder umstritten, weil das natürlich das Gegenteil ist dieser bundesrepublikanisch- oder westlich-liberalen Leitideologie, die ja immer davon ausgeht, dass eine Modernisierung gleichbedeutend ist mit einer Demokratisierung. Weil sozusagen die technische Entwicklung, die notwendigen Innovationen, das geistige Klima und so weiter, zwangsläufig eine Demokratisierung mit sich brächte. Und ich glaube, dieser Fortschrittsoptimismus, den kann man heute, muss man leider sagen, der war falsch. Es ist selbstverständlich möglich, eine Modernisierung durchzuführen, die von diesen Demokratisierungsprozessen, selbst von kulturellen Liberalisierungsprozessen, unbeleckt bleibt. Ein Beispiel ist der gesamte Komplex des historischen Faschismus, der hochmodern war. Das darf man einfach nicht vergessen. Der Faschismus ist keine antimoderne Bewegung, schon allein in seinem Verhältnis zur Technik. Aber wir können auch wo ganz anders hinschauen. So völlig unterschiedliche Gesellschaften wie der Iran beispielsweise sind selbstverständlich technisch modern. Also für ein Atomprogramm braucht man schon etwas mehr. Und trotzdem haben sie einen ganz anderen Weg gewählt als beispielsweise die westlichen Demokratien. Also selbstverständlich ist die Entwicklung einer gewissen Modernität in der Gesellschaft jenseits einer Demokratisierung möglich. Und das ist in meinen Augen für die deutsche Rechte und ihre Entwicklung sehr, sehr wichtig, dass man das parat hat, weil es auch mit dieser Schulphrase aufräumt, das wäre immer ein Rückfall ins Mittelalter gewesen und so weiter. Das stimmt eben nicht. Es war der Versuch einer anderen Moderne. So, im Falle Möller van den Broeks bedeutet das, also zunächst der spezifische Modernismus, Entschuldigung, ja. Im Falle Möller van den Broek bedeutet das eben der zunächst spezifische Modernismus des Wilhelminischen Kaiserreichs, der ja den technischen Aspekten der Moderne äußerst aufgeschlossen gegenüberstand. Wir dürfen nicht vergessen, das Kaiserreich hat seit seiner Gründung einen immensen industriellen Boom erfahren, war 1913 schon mit an der Spitze der exportierenden Industrienationen. Und dieses Kaiserreich verweigerte sich aber gleichzeitig eine Angleichung seines politisch-administrativen Systems an diese Moderne. Also wir haben dieses Auseinanderklaffen einer technischen Moderne mit dem, was man im westlichen Denken als eine gesellschaftliche Moderne versteht. Das haben wir bereits im Wilhelminischen. Möller van den Broek war dann vor allem in seinen kulturtheoretischen Arbeiten schon vor
1914, und da ist er wirklich eine Ausnahme in der deutschen Rechten, ein lautstarker Verfechter eines modernen Weges, also einer technisch ästhetisierten Modernität bei straffer ständestaatlicher Gliederung. Das ist eben das Wichtige. Er hat alle technischen Neuerungen bejaht, aber wollte auf keinen Fall, dass die Gesellschaft diesen Weg sozusagen mitvollzieht. Und nach der Niederlage von 1918 systematisierte er dann eben diese Weltanschauung, die er in seiner Kulturtheorie vor dem Ersten Weltkrieg schon entwickelt hat, unter anderem in seiner Theorie vom Dritten Reich, was als eine Art Staatshandbuch gedacht war, nachdem eben das Deutschland, das sich von der Niederlage erholen sollte, dann geschaffen werden soll. Er war also führend beteiligt an der konzeptionellen Entwicklung einer alternativen Moderne von rechts. Daher bitte also nicht verwechseln mit irgendwelchen Leuten, die wieder zurück ins Mittelalter wollten. Ja, Grundlage für diesen Prozess ist die heroische Moderne, eben nach Kitzsteiner, ein Ergebnis dessen, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts die fortschreitende Weltbemächtigung mehr und mehr krisenhaft als ein weltbemächtigender Fortschritt empfunden wurde. Das heißt, das Subjekt fühlte sich einfach überrannt von den Entwicklungen. Diese Skepsis gegenüber dem bürgerlichen Liberalismus als Triebkraft des Fortschritts schlug sich natürlich entsprechend in der Zeitkritik nieder. Das Vertrauen auf eine harmonische Entwicklung, also das Kennzeichen der evolutiven Moderne, ist eben das klassisch liberale Vertrauen auf diese harmonische Entwicklung, schwand. Und wenn wir bereits in der Generation vor Möller van den Broek sehen, haben wir ganz wesentliche Autoren, die dieses krisenhafte Kulturverständnis bereits formulieren. Julius Langbehn beispielsweise, der sogenannte Rembrandt-Deutsche, der versucht eben eine spezifisch deutsche Graniten, wie er es nannte, Ästhetik zu entwickeln auf der einen Seite, und am bekanntesten natürlich bis heute ebenfalls aufbegehrend gegen diesen weltbemächtigten Fortschritt war natürlich die Stimme Friedrich Nietzsches, in deren Tradition Möller sich in meinen Augen zu Unrecht aber trotzdem sah. Ja, die Brüche und Entfremdungsprozesse dieser Entwicklung traten dann in den Vordergrund der Wahrnehmung. Es entstand der Wunsch nach einer Überwindung des Bestehenden, dass man eben diese liberale Entwicklung, die man als krisenhaft entstand, und der Wunsch nach einer Überwindung dieses Bestehenden durch einen übermenschlichen Willensakt. Und es geht in diesem Akt um die Rückeroberung des verlorenen Terrains, der Autonomie des Subjektes, durch eben eine heroische Aufopferung gegen den Lauf der Geschichte. Also das ist sozusagen der Versuch, eine heroische Gegenbewegung zu gründen gegen einen liberal verstandenen Lauf einer vernünftigen Geschichte. Und hier steht jetzt sozusagen das heroische Denken und sagt, nein, das führt in die Dekadenz, da müssen wir eben eingreifen und da müssen wir uns auch aufopfern. Also dieser Heroismus ist eben sehr stark immer mit einem Motiv des Opfergangs verbunden. Es ist übrigens durchaus epochentypisch, wenn wir das anschauen, in den 20er, 30er Jahren, dann natürlich weitergeführt auch nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark, finden wir ähnliche Motive, nur kritisch und nicht affirmativ, bei der kritischen Theorie in den Schriften Walter Benjamins. Also das ist ein epochentypisches Motiv. Das ist jetzt nicht alleine beschränkt auf diese rechten Denker. Kitzsteiner würde den Begriff der heroischen Moderne eben auch wesentlich breiter ansetzen. Ich ordne eben nur dieses Segment der konservativen Revolution in diese heroische Moderne ein. Und Möller van den Broek, so denke ich, steht für die eben spezifisch deutsche Variante dieses Heroismus. Und das ist auch kein Zufall, dass wir in den zeitgenössischen Berichten über die ersten Kriegstage 1914 eben dieses Motiv wiederfinden, nämlich den nationalen Aufbruch zur Wahrung der eigenen kulturellen Identität gegen die Bedrohung einer eben liberalen westlichen Zivilisation. Die Kapitulation vor der Politik und die Fügung in ein scheinbar übermächtiges Schicksal als heroisches Aufbegehen, das ist die Rhetorik dieser Frontgeneration natürlich. Die Übersättigung vom Materialismus, wie sie dann von Ernst Jünger formuliert wurde, der ja das Heroische zu seinem Stilprinzip dann erhob. Im Augusterlebnis, also dem Schlagwort der Propaganda für diese
Prinzip die deutsche Variante der Levée en masse, wie man es gesehen hat in diesem August-Erlebnis, meinten die Deutschen eben, sich über die konkrete historische Malaise und zu erheben und durch den Willensakt einer nationalen Anstrengung des Krieges dann aus ihrer eigenen Misere wieder herauszukommen. Also das sind eben alles diese ganz klassisch heroischen Elemente, die hier zum Tragen kommen. Der Lauf der Geschichte ist so und so und wir erheben uns jetzt gegen diesen Lauf der Geschichte und leisten eben diesen heroischen Opfergang um das Deutsche, um die Identität, um die Kultur, die von diesem liberal-fortschrittlichen Modernismus angegriffen wird, um das eben zu retten. Also es geht eben um die Wiederaneignung eben des verloren geglaubten Schicksals der Nation und des Volkes. Dies bietet dann auch die Erklärung, warum nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches die Akzeptanz für als westlich empfundene Gesellschaftsformen in Deutschland so gering war. Nach Lesart Kitzsteiners führt die deutsche Rechte nach der Niederlage 1918 auch nicht einfach einen Kampf um im Krieg verlorenes Staatsterritorium. Da ist ja natürlich auch einiges verschwunden in den neuen Grenzen. Es ging ihr um viel mehr. Es ging der deutschen Rechten dann nach 1918 um die Wiederaneignung des eigenen Geschichtsterrains, das man eben vor allem mit Versailles dann in den Händen der Sieger glaubte. Und Ausdruck dieses Geschichtsterrains, das man wieder erobern wollte, und das war eben nicht nur ein geostrategischer Auftrag, sondern auch tatsächlich ein metapolitischer Auftrag, Identitätspolitik. Ausdruck dieses Terrains war eben das Reich, dessen Rekonstruktion im Mittelpunkt dieser jungen konservativen Bewegung um Möller van den Broek herum stand und das von Möller van den Broek als Begriff immer wieder mythisch überwölbt wurde. Das Reich ist nicht einfach ein Staatsbegriff. Das Dritte Reich ist nicht einfach eine Staatsform, das ist ein historischer Auftrag und das ist die einzig dem Deutschen gemäße Staatsform in den Augen dieser Leute, in der sich sozusagen das gesamte, der deutsche Volksgeist in der Geschichte materialisiert. Er kann es nur in der Form des Reiches. Wenn man den Deutschen ihr Reich wegnimmt, dann nimmt man ihnen eben ihre gesamte Identität weg und so weiter. Und es ist exakt dieses Denken, das also in diesen Kreisen der neuen Rechten bis heute den Diskurs prägt. Also ein kleines Stichwort. Man findet bis heute den Begriff des Interregnums, der in der Nachkriegszeit nach 1918 auch sehr wichtig war, also die schreckliche kaiserlose, die führerlose Zeit, das schreckliche Interregnum, eine Staatsform, die eigentlich keine Legitimität besitzt. Die legitime Staatsform und Gesellschaftsform des Deutschen in den Augen dieser Leute kann nur das Reich sein, nichts anderes. Die Bedrohung dieses Terrains des Reiches, eben auch des inneren Reiches, hatte für Möller und sein Umfeld nicht erst 1914 begonnen. Sie setzte bereits 1789 an, als die Idee der Gleichheit aus dem romanischen Kulturraum das sorgsam ungleich gegliederte Reich bedrohte. Nicht umsonst kulminierte dann in der gesamten Kriegspublizistik, auch bei Möller van den Broek, die Gegenüberstellung eben der Idee von 1789 mit eben der Idee von 1914. Da kämpft sozusagen die französische Zivilisation gegen die deutsche Kultur, wie Thomas Mann das dann schrieb. Also das sind die Eckpunkte der Kriegspropaganda. In diesem Abwehrprozess entwickelte sich seit den 1890ern bereits das Milieu einer nationalen Opposition hin eben zu einer zunehmend aggressiven vaterländischen Bewegung. Ich würde sagen, einer der zentralen Punkte oder ein zentrales Datum ist das Jahr 1917, als im Krieg, in der großen Krise, die Deutsche Vaterlandspartei gegründet wird, in der bereits einige führende Namen der Rechten der 20er Jahre, also der deutsch-nationalen, völkisch-nationalen Rechten, bereits auftauchen. Das ist eben eine vaterländische Bewegung, die nicht mehr den klassisch-dynastischen Reichsbegriff des Wilhelminismus vertritt. Das ist eine sich modernisierende, radikalisierende Rechte, die jetzt unter eben völkisch-nationalistischen Vorzeichen arbeitet und in den Folgejahren, das ist ganz prägend, in den 20er Jahren, bis zum Ende der 20er Jahre wird zum Beispiel der Begriff des Konservativen aus der Politik im Deutschen Reich fast verschwinden. Man ist nicht mehr konservativ. Man ist deutschnational, man ist völkisch. Das Konservative wird verbunden mit dem Wilhelminischen Reich. Das ist untergegangen und jetzt geht es eben darum,
etwas Neues zu formulieren. Also sozusagen durch die Krise und den Zusammenbruch, durch die Kaiserenttäuschung, wuchs dann im Deutschen Reich eine Führererwartung. Und das Konservative, das eben mit dem Kaisertum noch verbunden war, das Altkonservative, wird abgelöst durch eben eine aggressivere moderne Rechte. Das sind Modernisierungsbewegungen in der deutschen Rechten, die also da in wenigen Jahren stattfinden, die in meinen Augen viel zu wenig bekannt sind, dass die deutsche Rechte überhaupt kein monolithischer Block ist, sondern historisch ganz bestimmte Entwicklungen hinter sich hat. Und Möller ist, so meine These, mit seiner Neudefinition des Konservatismus, also er nimmt diesen Begriff wieder auf und definiert ihn neu, eben als eine Bewegung des Angriffs, Ausdruck auch der Wandlungsfähigkeit dieser deutschen Rechten, die dann in einer Radikalisierung des deutschen Konservatismus bis hin zu dessen Unkenntlichkeit sogar mündet. Also was am Ende in der deutschen Rechten rauskommt und teilweise sogar noch konservativ genannt wird, ist schon nicht mehr konservativ, sondern es wird dann eben in den 20er Jahren, man schielt nach Italien, es wird faschistisch. Der Faschismus ist eigentlich eine eher antikonservative Bewegung, die aber auch aus dem Konservatismus herauskommt. Das Ergebnis dieser Transformation, in der dann die Legende des August-Erlebnisses eine zentrale Rolle spielt, war eben schließlich der völkische Nationalismus, der in den 20er Jahren die deutsche Rechte zu dominieren begann. Nur defensiv konservativ wollte eben niemand mehr sein. Spätestens seit dem August 1914 setzte man auf den Elan der Offensive, eben das Revolutionäre im Konservativen. Möller hob sich zudem in seiner Offenheit für moderne künstlerische Strömungen deutlich von den anderen Theoretikern des völkischen Nationalismus ab. Also man findet bei ihm kaum Spuren einer ästhetischen Romantik. Allerdings nationalisierte Möller-Feinenbruch die Elemente der modernen Kultur, indem er sie vollständig auf Deutschland fluchtete. Das hat manchmal etwas absurde Ausmaße, wenn er in seiner Architekturtheorie, die er entwickelt, den Einfluss der französischen Revolution auf bestimmte Architekten wie die Vater und Sohn Gilly in Preußen, das waren geflohene Hugenotten, die in Berlin dann eine sehr sachliche Architekturschule, die für Möller dann vorbildlich deutsch war, begründeten, und er aber in seiner gesamten Erzählung um Friedrich Gilly, einer der führenden Baumeister, dann war, den gesamten Einfluss des Französischen einfach abschneidet und sagt, das ist nur deutsch. Das ist architekturhistorisch Blödsinn. Ja, bei Möller ist es so, dass moderne Form, aristokratische Haltung, die übrigens nichts mehr mit einem Adelsbegriff zu tun hatte, sondern wirklich eine Haltungsfrage ist, und preußischer Stil zum Kennzeichen der deutschen Nation werden sollte. Am deutlichsten wird dies eben in seiner Architekturtheorie, die einen monumentalen Nationalstil forderte, in dem sich das Genie des deutschen Volksgeistes manifestieren sollte. Hier waren es vor allem die Vertreter eines zyklopischen Modernismus, der dann im Völkerschlachtdenkmal beispielsweise von Bruno Schmitz oder den Bislarck-Säulen von Wilhelm Kreis seine Gestalt gefunden hatte, denen dann auch die Aufmerksamkeit Möller-Feinenbruchs galt. Er rezipierte aber auch, und da ist er eben wieder eine Ausnahmeerscheinung, ausgesprochene Modernisten wie Adolf Loos beispielsweise oder auch durchaus Peter Behrens. Ich habe hier zwei Beispiele, also das ist das Beispiel, das ist übrigens das Modell Götterdämmerung der Bismarck-Säulen von Bruno Kreis. Diese Säulen wurden über das ganze Deutsche Reich verteilt, bis in die Kolonien hinein, und das waren also Säulen, die ja sehr archaisch, wir sehen das, sehr, sehr archaisch gedrungen, massiv sind und die schon sehr in einen heroischen Monumentalismus hineingehen und mit dem klassisch wilhelminischen Architekturstil eigentlich, der eher neobarocke Formen bevorzugt oder Neorenaissance, also der sich in einem Neohistorismus ergeht, wenn man mal einen Spaziergang durch Berlin macht, das ist ganz furchtbar anzuschauen. Das hat damit nichts mehr zu tun. Das ist ein ganz anderer ästhetischer Schritt. Hier unten sehen wir Peter Behrens, der Star-Designer des Deutschen Reiches, AEG, Designer, der die erste Corporate Identity überhaupt schafft, ein ausgesprochener Modernist. Geht dann auch sehr eng mit dem Werkbund, ähnlichen Geschichten zusammen. Entwurf eines Bismarck-Denkmales, keine Skulptur mehr,
gar nichts, sondern eine äußerst karge, fast schon pyramidenhaft klassische Architektur, die wir hier sehen. Und da wir hier in Stuttgart sind, ich glaube, Müller van den Broek hätte sich über diesen Bahnhof, der hier rumsteht, sehr gefreut. Das ist genau das, was er haben wollte. Also diese merkwürdige Form eines gedrungenen monumentalen Klassizismus, der also schon in die nächsten 20 Jahre hineinreicht, wenn man das so sagen mag. Das war eigentlich seine Vision einer deutschen Moderne und eben definitiv nicht mehr der Berliner Kaiserdom. Also das ist eine ganz andere Ästhetik, die sich da entwickelt. Meine These lautet eben, dass Möller van den Broek eine Ästhetik der Erhabenheit zu formulieren suchte. Die Aufgabe der deutschen Architektur war es nach seiner Sicht, moderne Monumente der Mythe, wie er es nannte, zu errichten. Möller ging es eben nicht um einen ästhetischen Rückschritt in die Romantik, sondern um die Reintegration des Mythos in die Moderne. Da ist er übrigens vergleichbar mit Ernst Jünger durchaus. Es ging ihm stets um eine Bewegung der Überbietung. Und Prinzip auch ein Ausdruck, ästhetischer Ausdruck dieser nationalen Dynamiken ist dann eben auch die Idee von 1914, vor allem seine Rezeption der Idee, die nationalen Dynamiken, die dahin führen, dass eben zu Beginn des Ersten Weltkrieges kein Kaiser kämpft, sondern eine Nation aufsteht. Also kein kaiserliches Deutschland kämpft, sondern ein Volk und eine Nation aufsteht. Das ist die Rhetorik, die dort gepflegt wird. Es geht eben nicht mehr um einen klassischen Kabinettskrieg des 19. Jahrhunderts, sondern jetzt steht ein Volk eben auf und kämpft gegen seinen organischen Erbfeind auf der anderen Seite. Deswegen wird es auch keinen Frieden am Kabinettstisch geben. Das ist sozusagen die andere Seite dieses Denkens. Eine weitere tragende Säule des Weltbildes von Möller van den Broek, und hier lässt sich eben schon wieder eine Brücke in die Gegenwart dieser merkwürdigen Montagsmahnwachen beispielsweise ziehen, ist die Abkehr vom Westen, die ja ebenfalls in der Idee von 1914 enthalten ist. Und sie zeigte sich bei Möller insbesondere in einer, auch da wieder eine Ausnahme bei ihm, in einer kulturellen und politischen Orientierung nach Russland. Der Niedergang des Westens bereitete in seinen Augen den Aufstieg der jungen Völker, wie eben Deutsche und Russen, vor. Möller vermengte dabei Elemente russischer Mystik, was er übrigens alles nur vom Hörensagen kannte, und Motive aus den von ihnen herausgegebenen Schriften Dostojewskis mit geopolitischen Überlegungen eben eines deutsch-russischen Kontinentalbündnisses. Und das ist die im Moment immer stärker hervortretende, übrigens auch geostrategische Option der neuen Rechten, bis hin aber auch zu alten Rechten, Eurasien als geostrategisches Stichwort. Man hat in diesen Kreisen Alexander Dugin beispielsweise schon seit Jahren rezipiert. Der ist jetzt im letzten Jahr über die Krim-Krise massiv auch im deutschen Feuilleton angekommen. Der ist in den Kreisen der Sezession und der Jungen Freiheit ist der schon lange ein Begriff. Genauso wie Leute wie Alain de Benoist von ähnlichen Brückenschlägen träumen, dass man eben ein eurasisches Kontinentalbündnis, eine Achse Berlin-Moskau oder die französische Nouvelle Droite möchte natürlich Paris, Berlin-Moskau haben, um endlich sich kulturell von Amerika abkoppeln zu können und hier eigenständig wieder die europäischen und vor allem die deutsche Reichstradition wieder beleben zu können. Das sind also ganz wichtige Begriffe. Bei Möller van den Broek kommen sie dann tatsächlich daher, dass er für den Piper Verlag die erste deutsche Werkausgabe der Schriften Dostojewskis ediert hat, ohne ein Wort Russisch zu können, was ein großer Spaß ist. Die Slawisten jahrzehntelang danach haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also übersetzt hatte seine Schwägerin, die konnte Russisch. Nur er hat immer wieder in diese Übersetzung eingegriffen. Ich habe die Handschriften im Archiv gesehen. Also tatsächlich mit dem Argument, ich spüre, dass Dostojewski das und das gemeint hat. Seine Schwägerin hat sich davon distanziert, hat aber nichts geholfen. Und er hat vor allem die Dostojewski-Rezeption in Deutschland wesentlich dadurch geprägt. Das waren diese berühmten roten Bände des Piper Verlages, die also tatsächlich in keinem bürgerlichen Haus dann fehlen durften. Und von Möller van den Broek waren die Vorworte, die erst nach 45 wegfielen, interessanterweise. Und diese Vorworte sind hochpolitisch und haben mit Dostojewski, mit Slawistik, mit russischer Literatur nichts zu tun, sondern sind eine klare politische Einordnung Dostojewskis in diese Ostmystik, die Möller van den Broek da selbst geschöpft hat.
Aber daher kommen, also dieses, das heutige Fable für dieses eurasische Kontinentalbündnis, dass wir, was weiß ich, wenn wir in den Kopfverlag oder ähnliche Schwachsinnsveranstaltungen gucken, das ist überhaupt nicht neu. Das gibt es eben schon, wenn wir zurückgehen bis zur konservativen Revolution, diese Versuche dieser Achse. Also in seiner Theorie schuf eine Trias aus deutschem Volksgeist, germanischem Raum und preußischem Staat in der Überwindung des Westens ein Reich, das dann den Höhepunkt der nationalen historischen Entwicklung der Deutschen darstellt. Nach seiner Lesart ist Deutschland mit diesem Reich zur Weltherrschaft, darunter machen wir es nicht, in einer deutschen Zeit berufen. Damit wird die Nationalgeschichte natürlich, wie übrigens sehr weit in dieser gesamten Denkschule, eine Erlösungsgeschichte, an deren Endpunkt eben das von Möller klar skizzierte Dritte Reich steht, das ja selber aus einer eschatologischen Theologie letztendlich kommt. Entgegen der verbreiteten Ansicht übrigens einer Teilung des Werkes von Möller van den Broek in ein kulturelles Vorkriegswerk, also eben als kulturell teilweise sogar avantgardistischer Literat und Essayschreiber unterwegs war, und ein politisches Nachkriegswerk, als er dann Strippenzieher in den politischen Netzwerken der extremen Rechten war, sehe ich gerade anhand dieser Ostmystik Möllers einen deutlichen Zusammenhang zwischen den beiden Werkphasen. Also ich sehe da einen Übergang, eine Brücke und eben nicht wie in der häufig apologetischen Forschung zur konservativen Revolution beschrieben, ein Bruch, dass der unschuldige Kulturtheoretiker sich plötzlich böse durch die Kränkung der Kriegsniederlage politisiert. Nein, das stimmt nicht. Man kann eine Entwicklung Schritt für Schritt nachvollziehen. Das ist sehr organisch, was bei ihm stattfindet. Geändert haben sich weniger die Publikationsinhalte Möller van den Broeks als die Orte. Als Mitarbeiter der deutschen Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg hatte er das Umfeld der Boheme, in dem er sich davor bewegte, verlassen, hatte natürlich auch über die amtlichen Periodika Zugang zu ganz anderen Publikationsmöglichkeiten. Nach der Niederlage wurde er dann eben, wie gesagt, führender Kopf der jungkonservativen Ringbewegung, maßgeblich übrigens finanziert durch die deutsche Industrie, und beteiligte sich oder war wesentlich beteiligt eben an der Reorganisation und Radikalisierung des deutschen Nationalismus, eben im Berliner Uniclub, im politischen Kolleg und der Zeitschrift des Gewissens. Und das sind die organisatorischen und die auch ideologischen Vorbilder eben dieser neuen Rechten, wie wir sie heute im Dunstkreis Junge Freiheit, die sich jetzt ein bisschen liberalisiert, Sezession, Institut für Staatspolitik und so weiter haben. Möller wurde einer der führenden Stichwortgeber der deutschen Rechten eben zur Überwindung des wilhelminischen Konservatismus, den er als reaktionär brandmarkte. Er war damit nicht nur ästhetisch, sondern auch politisch ein ausgesprochener Modernisierer. Er schuf eine politische Ästhetik, in der sich moderne Technik und moderne Formen bis hin zur Monumentalität überbieten sollten. Für die, wie er es nannte, Erneuerung des Konservatismus setzte er statt auf eine konservative Entschleunigung, sehr die klassisch-konservative Bewegung, sehr eher ein kontemplatives Moment, setzte er auf eine revolutionäre Beschleunigung. Das war ein äußerst kluger Zug, weil das Moment der Dynamik seit dem 19. Jahrhundert eher auf der Seite des Liberalismus und der Linken, der Arbeiterbewegung war. Das hat er ihnen genommen, und das ist übrigens das Wesentliche, was dann der Faschismus auch leistet. Die Dynamik gerade der Massenorganisationen, diese Dynamik sich anzueignen, die davor politisch relativ einen klaren Ort hatte. Wie meine Arbeit zeigt, war Möller van den Broek keineswegs ein Kulturpessimist, sondern in seiner Synthese aus nationalen Mythen und moderner Form vielmehr ein Vorreiter jener Strömung, die bei Kitzsteiner dann als ein Realismus von Rasse und Motoren bezeichnet wird und als deren Höhepunkt dann die Weimarer Zeit sich herauskristallisierte. Also der Nationalsozialismus tritt dann wiederum das Erbe dieses Erbes an. Das ist, könnte sagen, eine Genealogie, die da stattfindet. Möller stellt damit einen prototypischen Vertreter eben der deutschen heroischen Moderne und eben Stichwortgeber der letzten heroischen Generation in Deutschland dar. Sein Leben und Werk stehen für die Fähigkeit der Moderne, aus sich heraus ihre eigene Negation zu produzieren. Und heute findet aus all diesen Gründen
sein Werk vor allem im Milieu eben der neuen Rechten und auch, das wollen wir nicht unterschlagen, auch des Neonazismus starke Beachtung. Also er wird genauso auch in NPD-Organen rezipiert. Das sind jetzt nicht nur die sogenannten intellektuellen Rechten. Das ist natürlich evident, denn die Wurzeln der modernen deutschen Rechten liegen, wie wir auch im Eingangszitat von Mölzer gesehen haben und dieser Zeitschrift zur Zeit, liegen die Wurzeln in der Phase der Radikalisierung des deutschen Konservatismus, als man sich eben nach der Kriegsniederlage 1918 fragte, woran es lag, und man eben der Meinung war, es lag, und genau das hat ja dieses Heft aufgegriffen, es lag eben nicht am Material, es lag an den falschen Ideen, und da kann man heute in diesen rechten Kreisen nahtlos andocken, und in dieser Diskussion spielte Möller van den Broek eine zentrale Rolle. Aber ich gehe jetzt noch etwas stärker ein auf die sozusagen die Genese dieser Idee von 1914, die da sehr wesentlich ist. Also der von allen Kriegsparteien übrigens gleich von Beginn als zur Konfrontation von Prinzipien erklärte Krieg von 1914 bedurfte einer schnell arbeitenden Propaganda als eine Art Sinnindustrie, die den Waffengang dann politisch und philosophisch aufzubereiten hatte. Nämlich als eine Konfrontation von westlicher Zivilisation mit deutscher Kultur oder von eben 1789 mit 1914 oder als eine Konfrontation von Demokratie mit Autokratie und Militarismus. Also alle Kriegsparteien hatten einen entsprechenden Propagandaapparat laufen, der eine entsprechende geistig-philosophische Mobilmachung versuchte. Der Krieg ganzer Volkswirtschaften gegeneinander eben konnte nicht mehr ohne die Überzeugung der Massen geführt werden. Auch das ein wesentlicher Unterschied zum 19. Jahrhundert. Das Augusterlebnis von 1914 bietet ein gutes Beispiel für eine Mischung aus obrigkeitsstaatlicher Steuerung und nationalistischer Selbstmobilisierung der Massen. Als Geburtsstunde dieser volksgemeinschaftlichen Mobilisierung gelten heute die Begeisterungsstürme, mit denen dann hauptsächlich junge deutsche Studenten 1914 auf die Mobilmachung reagiert haben sollen. Wir alle haben diese Bilder im Kopf. Diese Studenten, die ihre Hüte hochwerfen und dann zu den Musterungsstellen und Einkleidungsstellen des Militärs strömen, singend meistens noch. Wenn die Legende dieses kollektiven patriotischen Taumels mittlerweile auch von der Forschung, hauptsächlich durch Jeffrey Verhees Studie Der Geist von 1914 und die Erfindung der Volksgemeinschaft korrigiert werden konnte, so hatte sich das Augusterlebnis als eben deutsche Levée en masse im Bewusstsein der Zeitgenossen verankert. Obwohl es zunächst als ein Narrativ für einen kurzen Krieg gedacht war, erwies es sich auch in den Folgejahren, als klar war, dieser Krieg ist eben nicht kurz, als eine geeignete Beschwörungsformel für den nationalen Zusammenhalt der Deutschen. Allerdings brachte gerade diese von der amtlichen Propaganda geförderte Massentauglichkeit auch neue Probleme mit sich, da ein großer Teil der deutschen Bevölkerung diese Phrase für eine bare Münze nahm und sie dann auch mit realen politischen Hoffnungen verband. Also zum einen, um das ganz kurz noch anzumerken, ich sagte ja, wir alle haben diese Bilder im Kopf von den begeisterten jungen Leuten, die sich dann freiwillig melden gehen. Das ist aber auch ein Effekt der Pressezensur von 1914. Es gab diese Zehntausende von Studenten meistens, die das gemacht haben. Es gab aber in Berlin, ist das durchaus überliefert, aber nicht nur da, Hunderttausende von Leuten, die gegen den Krieg demonstriert haben, aber nur in den Außenbezirken, weil sie in die Stadtkerne nicht reinkamen. Und die Bilder sind nicht ins kollektive Gedächtnis eingewandert, weil sie in dieser Zeit unterdrückt wurden. Also Jeffrey Verhey hat das in dieser wirklich lesenswerten Studie sehr schön untersucht. Trotzdem kann man das jetzt nicht verschwörungstheoretisch als, da haben die Mächtigen das gesteuert. Natürlich haben die Deutschen sich nationalistisch selbst mobilisiert auch. Aber es gab eben auch eine Gegenströmung, die aber dann erlahmte. Und das ist sehr wichtig für das, was ich jetzt ausführe, dass es nämlich für diese Idee von 1914 verschiedene Lesarten gab und gerade die Möglichkeit, sie aus verschiedenen Perspektiven zu lesen, machte diese Idee so wirkungsmächtig. Es existierten nämlich nach Jeffrey Verhey, ich zitiere, im politischen Diskurs des Ersten Weltkrieges zwei verschiedene Narrative des Augusterlebnisses. Aus der Perspektive der Linken hatte die deutsche Gesellschaft
damit einen Schritt hin zur Brüderlichkeit und Gleichheit getan. In diesen Kreisen sprach man nur selten von Begeisterung, sondern eher von Kampfbereitschaft und verbunden damit von der Forderung, diese Bereitschaft müsse zu einer politischen Gleichberechtigung führen. Wir leben ja immer noch in einem ständisch gegliederten Staat, vor allem in Preußen mit Klassenwahlrecht. Also wir haben das eben noch gar nicht. Für die Rechte hingegen hatte das August-Erlebnis die Menschen von der Bedeutung einer Führung überzeugt, sei es nun im traditionell konservativen Sinn die Führung durch eine Monarchie oder im radikal nationalistischen Sinn die Führung durch eine bürgerliche Elite. Zitat Ende. Also kurz und gut, es gibt eben zwei Varianten dieses August-Erlebnisses oder dieser Idee von 1914. Die eine sagt, das ist die proletarische Variante, könnte man sagen, okay, das ist jetzt hier ein volksgemeinschaftlich geführter Krieg. Die Kriegslasten werden gerecht in der gesamten Bevölkerung verteilt. Alle müssen ihren Teil tragen. Dafür machen wir mit. Und wenn wir diesen Krieg gewonnen haben, was wir selbstverständlich tun werden, dann wollen wir eine Änderung im politischen System. Das war übrigens genau der Deal, mit der die SPD dann auch, Stichwort Kriegskredite, ja auch eingestiegen ist. Man hat ihnen ja auch etwas dafür gegeben. Erst eine de facto und schließlich eine de jure Anerkennung, beispielsweise gewerkschaftlicher Mitbestimmung. So, das ist die eine Variante, sozusagen eine populäre Lesart. Und die andere Variante, wie diese Idee von 1914 aber auch gemeint war, vor allem im konservativen Bürgertum und bei den Behörden, war, die Idee von 1914 bedeutet die Einstellung jeglicher Opposition innerhalb der Gesellschaft. Wir tun jetzt alle das, was der Generalstab sagt. Das sind die beiden Lesarten dieser Idee. Und als Idee von 1914 sollte eben das August-Erlebnis in den Folgejahren immer wieder beschworen werden, als Sozialismus des Schützengrabens, ein Prototyp eines nationalen oder deutschen Sozialismus, sind alles Begriffe, die jetzt kommen in dieser Zeit. Und nach 1918 bauten dann Autoren wie Oswald Spengler und Möller van den Broek selber weiter auf diesen Begriffen auf. Die Theorie des deutschen Sozialismus war zunächst ein Wirtschaftsprogramm aus der Feder der sogenannten Kathedersozialisten, also Werner Sombart beispielsweise, Jörn Plenge, Paul Lentsch sind die Namen, die dann mit dem 1914 alle Kräfte der Nation mobilisiert werden sollten. Nach einer Formulierung Ernst Troeltschs wurde diese nationale Anstrengung nach außen zur Überwindung der inneren Gräben der deutschen Gesellschaft dann als die Idee von 1914 bezeichnet. Und sie sollte dann zu den Elementen gehören, die nahezu ungebrochen aus der Endphase des Wilhelminismus in den Jungkonservatismus übergingen, weil man also die gesamten 20er Jahre sich immer wieder auf diese Idee, auf den Geist von 1914 berief, um nach 1918 diese ungeliebte Republik, diese ungeliebte Demokratie wieder loszuwerden, hat man in der Publizistik immer wieder sich bezogen auf die Idee von 1914, auf eben einen neuen nationalen Aufbruch. Es gibt ein Manuskript von Möller van den Broek, das zeigt, dass er sich nach Kriegsende intensiver mit den ökonomischen Aspekten der Idee von 1914 befasst hat. In diesem übrigens für Möllers Verhältnisse ungewöhnlich sachlichen Essayentwurf diskutiert er die verschiedenen nationalökonomischen Ansätze als dem Wesen der Nationen entsprungene Paradigmen, die im Kriege aufeinandertrafen. Man werde, schreibt er, die Nationen, die im Kriege gegeneinander standen, einmal nach ihren Ideen bewerten, die sie während des Krieges entwickelten. Das ist exakt das, was dann in dieser Zeitschrift von Mölzer dann vor einem Jahr wieder geschrieben wird. Es mangelte an den richtigen Ideen und es ging eben darum, eine neue, und die Intellektuellen eben nach dem Ersten Weltkrieg mussten eine neue Aufbruchidee schöpfen. Die deutsche Idee war der deutsche Sozialismus von 1914. Sie stand hauptsächlich gegen den westlichen Liberalismus. Allerdings legten ihre Verfechter dann Wert darauf, dass ihr Sozialismus mit einer wie auch immer gearteten Programmatik der Arbeiterbewegung sozialistischer Provenienz nichts, aber umso mehr mit deutschen Tugenden zu tun hatte. So betonte auch Möller, ich zitiere, die Notlage des Landes führte zu einem neuen Denken, nicht nur in völkerrechtlicher, sondern auch in wirtschaftlicher Beziehung. Man hat dieses Denken im Gegensatz zum liberalen Denken ein sozialistisches Denken genannt. Man darf dabei freilich nicht an Sozialismus im Parteisinne denken, nicht an Sozialdemokratie, Klassentheorie und Marxismus. Sozialismus, wie er heute in Deutschland wissenschaftlich verstanden wird, bedeutet vielmehr Organisation, höchste Staatlichkeit, zusammenfassende Regelung des wirtschaftlichen Lebens nach einheitlichen Gesichtspunkten. Die Kriegswirtschaft
Wirtschaft mit ihrer Rationierung der Lebensmittel und Rohstoffe war in diesem Sinne sozialistisch und wissenschaftlich zugleich. Zitat Ende. Wir sehen, das ist ja aus heutiger Perspektive manchmal etwas schwer zu verstehen, warum dann dieser Begriff Nationalsozialismus von einer Bewegung, die ja mit dem Marxismus gar nichts zu tun hatte, dass der so fraglos entgegengenommen wurde. Das war einfach eine eingeführte Rhetorik seit dem Ersten Weltkrieg. Dass es selbstverständlich spezifische deutsche nationale Formen des Sozialismus gibt, die mit dem Marxismus gar nichts mehr zu tun haben. Das ist in der Propagandarhetorik des Ersten Weltkriegs schon sehr, sehr präsent und wird dann eben, wie hier bei Möller van den Broek, einfach weitergeführt. Also Lob und Tadel gestalteten sich in diesem Text gemäß dann Möllers weltanschaulicher Leitlinien gegen den Marxismus, gegen die Sozialdemokratie und gegen den Liberalismus zugunsten autoritärer nationaler Lösungen, wobei ins Auge sticht, dass er gegenüber liberalen und selbst sozialdemokratischen Erwägungen sich dann gnädig gestimmt zeigt, wenn diese sich eben mehr an der Nation als an der Klasse orientieren. Und da hat es auch in der Sozialdemokratie und auch durchaus in der später in der kommunistischen Bewegung keinen Mangel an solchen Stimmen gehabt. Er bezieht sich auf Johann Plenger, auf Friedrich List und den Taylorismus, positioniert sich aber deutlich und übrigens auch sehr antisemitisch gegen Karl Marx. Ähnliche Vorstellungen waren in der radikalen Rechten nach dem Ersten Weltkrieg weit verbreitet. So argumentierte Oswald Spengler in Wirtschaftsfragen kaum anders als Möller van den Broek. Für beide liegt in der straff organisierten volksgemeinschaftlichen Ökonomie des deutschen Sozialismus das Potenzial eben zur Überwindung jener Klassenspaltungen, die eben die gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse mit sich gebracht haben. Ein national organisierter Sozialismus ist daher für sie das Konzept der Zukunft, das eben den Anschluss an die industrielle Moderne gestattet, ohne dafür aber den Preis der Erschütterung einer gesellschaftlichen Gliederung zu zahlen. Also im Prinzip eine Moderne ohne Demokratie. Folgerichtig übrigens beanspruchte Johann Plenge, der ursprünglich aus der Sozialdemokratie kam, die Urheberschaft für den Gedanken des nationalen Sozialismus für sich, und zwar 1935, also nach 1933. Und das ist schon nicht ganz unwichtig, weil Plenge sich dann hinstellt und sagt, ja, Bekenntnis zur neuen Bewegung, alles richtig, aber deutscher Sozialismus, wer hat es erfunden? Ich. So, er publizierte 1935 seinen Briefwechsel mit Möller van den Broek unter dem Titel Möller van den Broeks Bekehrung zur Idee, unser Briefwechsel vom September 1918. Das ist ein relativ kurzer Briefwechsel, der auch gar nicht derartig bedeutend ist, aber Johann Plenge möchte da eben klar machen, dass eben diese gesamte Idee eines nationalen Sozialismus via Möller van den Broek auf ihn zurückgeht. Also er möchte sich damit als eigentlicher Vater dieser deutschen Revolution von 33 ja, etablieren. Möller beharrte darauf, dass die Erkenntnis des deutschen Sozialismus durch das Ausland Deutschland dann wieder die geistig führende Rolle unter den Nationen zukommen lassen werde, die es durch die Kriegsniederlage ja vorübergehend verloren hatte. Ich zitiere, die Völker aber werden vielleicht sehr bald erkennen, dass in Deutschland inzwischen die Vorarbeit geleistet wurde, die allein die zerstörenden Tendenzen des Sozialismus in aufbauende verwandeln kann. Zitat Ende. Diese Rede vom deutschen Sozialismus von ganz unerwarteter Seite, von der radikalen Rechten, war ein weiteres Indiz dafür, dass man eben auch seitens der konservativen Eliten die Bedeutung der Massen in der Politik erkannt hat und sich anschickte, eben sie in die eigenen Konzeptionen zu integrieren. Was ich eben vorhin sagte, das ist die Zeit, in der sozusagen die klassische Dynamik der Linken gestohlen werden soll. Die klassische, auch die Dynamik von Massenbewegungen. Dafür braucht man eben genau diese Rhetorik. Mit diesen Sozialismusbegriffen nähert sich Möller van den Broek dann nach 1918 den neuen außenpolitischen Bedingungen. Seine Überlegungen setzen sich dabei aus seinem Raumverständnis und dem Gedanken an die Möglichkeit nationaler Sozialismen zusammen. Den Grundgedanken seiner, wie er es nannte, sozialistischen Außenpolitik hatte Möller direkt aus Spenglers Schrift über Preußentum und Sozialismus entlehnt. Also die sind Möller und Spengler, die sich nicht riechen konnten, sind da in ihren Theorien fast identisch, muss man sagen. Die Formel
Jedes Volk hat seinen eigenen Sozialismus, wurde dabei zu seiner prominentesten Parole. Möllers Hauptargumentation war dabei stets, dass der marxistische Sozialismus ein Relikt des 19. Jahrhunderts sei, der seine Existenzberechtigung durch den radikalen Nationalismus verloren hatte. Dafür entwickelte er dann seinen Begriff eines nicht-marxistischen Sozialismus der Völker, dessen Verwirklichung nun die Aufgabe der ganzen Nation sei. Wir brauchen, schrieb er in das Recht der jungen Völker, wir brauchen einen Sozialismus, der aus seinen Wirtschaftsgedanken zunächst einmal Völkergedanken macht und der seine Sorge für die Klassen auf eine Sorge für die Nationen überträgt. Zitat Ende. Und nicht ganz zufällig schallen aus Italien zu dieser Zeit eben sehr ähnliche Töne aus den Kreisen um Benito Mussolini herüber. Also die Parolen von der proletarischen Nation und die Parolen vom jungen Volk sind in der italienischen faschistischen Bewegung durchaus verbreitet. Möller prägte nach dem Krieg dann in einem Beitrag für die jungkonservative Zeitschrift Gewissen als Abrechnung mit dem Marxismus die Formel, ich zitiere, wo Marxismus endet, dort beginnt Sozialismus. Er ist nicht die Aufgabe eines Dritten Reiches, er ist seine Grundlage. Zitat Ende. Diese Gedankenwelt schließt sich nahtlos an den deutschen Aufbruch der Idee von 1914 an, an das Augusterlebnis und den deutschen Sozialismus des Schützengrabens. Der Krieg hatte damit den Konservativen endlich den Weg gewiesen, mit dem Geist von 1914 die Massen anzusprechen und politisch zu integrieren. Hinsichtlich seiner Einsicht in die Notwendigkeit der Massenintegration stand der Jungkonservatismus in der Tradition des Sozialkonservatismus, der dieses Projekt schon im 19. Jahrhundert nur nicht so erfolgreich verfolgte. Und er berief sich eben auf die klassenübergreifende Integrationskraft des Augusterlebnisses von 1914. Das gemäß Möllers Denkens einer nationalen Synthese von Führung und Gefolgschaft entwickelte jungkonservative Weltbild sah im Gegensatz zum alten Adelskonservatismus in der Arbeiterschaft nun einen wesentlichen Teil der deutschen Volksgemeinschaft und eben nicht mehr nur Untertanen, sondern durchaus berechtigte Teile, nicht gleichberechtigte, weil es gibt keine Gleichberechtigung, aber berechtigte Teile des Volkskörpers. Möller selbst hatte sich bereits in seinen Vorkriegsschriften, etwa übrigens in einer Auseinandersetzung über Gerhard Hauptmann, ausführlich über die Notwendigkeit geäußert, den marxistischen Sozialismus historisch zu überwinden und die Schlagkraft der sozialen Frage im Sinne eines nationalen Sozialismus zu nutzen. Die Auseinandersetzung mit dem marxistischen Gegner hatte durch die Revolution von 1918 natürlich an Relevanz gewonnen. War zuvor hauptsächlich der Liberalismus Ziel der Angriffe Möllers gewesen, so galten die Attacken jetzt nach dem Krieg vermehrt den Linksparteien und Gewerkschaften. In diesem Kontext kam es übrigens 1923 zu einem Schlagabtausch zwischen dem Kommentarensekretär Karl Radek und Möller van den Broek in Form von jeweiligen Artikeln im Gewissen und der kommunistischen Roten Fahne, die sich dann immer auch aufeinander bezogen. Hier ging es wesentlich um die Einordnung des von den Franzosen füsilierten Albert Leo Schlageter. Hier ist übrigens die Gedenkstätte für ihn, die dann gebaut wurde. Ich habe das Bild auch deswegen ausgewählt, weil das wieder ein Beispiel für die Modernität dieser radikalen Rechten ist. Das ist die Auflösung einer Gedenkstätte für einen nationalen Märtyrer, die Auflösung von Architektur und Geometrie. Das ist ein hochmodernes Denkmal. Ja, das könnte, wenn wir das Kreuz wegdenken, könnte das durchaus auch aus einer avantgardistisch linken Feder kommen. Und das ist sehr wichtig. Und Möller, das ist eben genau diese Ästhetik, die einem rechtsradikalen Modernisierer wie Möller van den Broek vorschwebt. Und es ist kein Zufall, dass dann an einer Figur eben eines füsilierten Freikorpskämpfers wie Schlageter, also sich dann auch so ein Denkmal dann auch entwickelt werden kann. Schlageter war von Radek als Wanderer ins Nichts tituliert worden, wobei er sich zugleich an Schlageters Gefolgsleute wandte, die Kommunisten endlich als wahre Vertreter ihrer Interessen zu erkennen. Es war also eine Phase, in der auch die KP mit dem sogenannten Schlageterkurs eine stark nationale Linie fahren wollte. Umgekehrt versuchte dann wiederum Möller van den Broek in seiner Konzeption vom Sozialismus der Völker an den Geist von 1914 zu appellieren, der dann die Arbeiter in die Nation heimholen sollte.
Also das als ein Beispiel, dass Querfronten, mit denen wir es heute zu tun haben, Diskussionen über diese politischen Lager, Einigungen auf einen gemeinsamen Feind und so weiter, auch überhaupt nicht neu sind. Und es ist auch überhaupt kein Wunder, wenn wir uns heutige Protagonisten dieser Querfronten anschauen, dass man da auch gerne aus dieser Traditionslinie kommt. Nach dem Ende des Krieges hatte sich Möller van den Broek dann insgesamt der Propaganda gegen den Versailler Vertrag verschrieben. Er konnte seine Fähigkeiten erneut zur Geltung bringen, mit reichlich Geldern die Industrie versorgt, bauten eben die Jungkonservativen ein Netzwerk auf, in dem er schalten und walten konnte. Seinem Freund Hans Grimm, der übrigens in seinem Roman Volk ohne Raum einfach die Gedanken von Möller van den Broek popularisiert hat. Die kannten sich sehr gut. Der Briefwechsel liegt hier in Marbach im Literaturarchiv. Ich habe den eingesehen. Das kann man recht gut nachvollziehen, dass Grimm tatsächlich Möllers Theoriegebilde in Massenauflage unters Volk bringt. Seinem Freund Hans Grimm schrieb Möller van den Broek 1919: Aber nach dem Friedensschlusse werden wir, glaube ich, mit gutem Gewissen und gutem Erfolg die Propaganda für einen gewonnenen Krieg aufnehmen können. Also in der Lesart von Möller war der Erste Weltkrieg gewonnen worden. Und der Gedanke selbst ist jedenfalls, ich will nicht sagen der einzige, aber der letzte fruchtbare, den ich aus meiner Tätigkeit in der Propagandastelle in ein neues Tätigsein mit hinübergenommen habe. Übrigens Hans Grimm und noch eine ganz andere Reihe von Leuten kamen aus dem gleichen Propagandabüro. Also die amtliche Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg war eine geistige Keimzelle dieser jungkonservativen Bewegung. Das ist nicht zu unterschätzen. Also dieser Erste Weltkrieg ist ein Katalysator, auch institutionell ein Katalysator für die Radikalisierung der deutschen Rechten. Für den Verlag der Arbeitsausschüsse deutscher Verbände in Berlin, der sich dann seit 1921 einer einheitlichen Führung des Kampfes gegen den Fehlspruch von Versailles verschrieben hatte, publizierte und kommentierte Möller van den Broek die Broschüre Schuld am Kriege. Das sind genau die Argumente, die dann, wenn die Sezession dann ein Heft über den Ersten Weltkrieg macht, wird dann alles wieder aufgenommen. Diese Dokumentensammlung zur Massenagitation sollte dann den Nachweis erbringen, dass es eine Verschwörung der Entente und Serbiens gegen Deutschland war, die den Ersten Weltkrieg herbeigeführt hatte. Letztlich setzte Möller van den Broek die Aggression nur fort, mit der er sich bereits 1918 am Krieg der Geister beteiligt hatte. Seine propagandistische Betätigung machte ihn dann zu einem Hauptverfechter der Dolchstoßlegende, also der bekannten These, das Reich sei im Felde unbesiegt geblieben und habe den Krieg eben nur politisch aus Mangel an den richtigen Ideen verloren. Damit war mit der Dolchstoßlegende war neben der Idee von 1914 ein zweites Narrativ in den nationalen Diskurs eingeführt, das seine Langzeitwirkung noch entfalten sollte. Das ist ja dann auch in der Propaganda der Nationalsozialisten zentral. Beide Elemente, die Mobilisierung der Volksgemeinschaft 1914 und die Niederlage durch Verrat und Willensschwäche, sollten in der Publizistik Möllers immer wieder eine herausragende Rolle spielen. Und Möller gab damit ein Beispiel für die praktischen Auswirkungen der deutschen amtlichen Kriegspropaganda in der Gesellschaft, die eben langfristig dazu führen sollte, dass aus dem Nachkrieg dann wieder ein Vorkrieg wurde. Und wenn wir jetzt abschließend mit Hans-Dietrich Kitzsteiner davon ausgehen, dass sich Geschichtsdeutung stets symbolisch vollzieht und jede Epoche ihre Geschichtszeichen, wie er es nennt, kennt, die dann zu entschlüsseln die Aufgabe des Historikers ist, dann war Möller van den Broek ein wichtiger Propagandist jener Symbole, um die herum sich der deutsche Geschichtsdiskurs nach 1918 gruppieren sollte. Der Dolchstoßlegende, des Reichsmythos und des nationalen Sozialismus, in dem dann die Idee von 1914 oder das Augusterlebnis eingeprägt war. Zudem ist Möller van den Broek natürlich als Stifter jenes Symboles zu sehen, nachdem er 1923 sein Hauptwerk benannte und das dann tatsächlich zu einem Geschichtszeichen der Deutschen werden sollte und in das dann die Ideen von 1914 dann auch zur Synthese kamen, nämlich das Dritte Reich. Hiermit bin ich am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.